Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobbelt und unser Thema heute Schneiden. Wir gehen mit den Waffen auf die roten Johannisbeeren los. Wie schneide ich eine rote Johannisbeere und vor allem, wie schneide ich eine alte rote Johannisbeere? Viele rote Johannisbeeren in den Gärten sehen so aus oder noch schlimmer, nämlich sehr alt. Man sieht hier das alte Holz, das dicke Holz. Sie fragen jetzt, welches Holz ist da alt? Ja, das am dicksten ist und das so voll grün vermoost ist. Je grüner, desto älter, je dicker, desto älter. Und dazu muss man wissen, dass die Johannisbeeren an den alten Trieben immer schlechtere Fruchtqualität bringen. Kürzere Trauben, kleinere Beeren, mehr Verrieselung. Wir brauchen neues Wachstum von unten auf neue Triebe, damit der Busch längerfristig im Gleichgewicht bleibt und die Qualität gut ist. Nun, kann ich mit so einem alten Busch überhaupt noch was machen? Und der ist gar nicht so alt, der ist 5-6-jährig, ist einfach nichts dran gemacht worden. Natürlich kann ich was machen. Ich möchte jetzt mal das Ziel formulieren. Das Ziel wäre, das hat mir vorhin Max gesagt, der Filmer hinter der Kamera, Max Weber, hat mir gesagt, du musst den Leuten sagen, genau was am Schluss bleiben soll. Ich sage es Ihnen jetzt mal, es sollen 4-5 mittelalterliche Triebe bleiben, die vielleicht 2-4 Jahre alt sind. Dann sollen 2-3 Reservetriebe von der Basis kommen. That's it. Und jetzt dürfen Sie mich nicht so beim Wort nehmen. Sie können es auch ein bisschen anders machen. Sie können eine weniger, eine mehr, alles ist erlaubt. Aber in dieser Größenordnung soll es sein. Nun, dann schneiden wir mal zunächst die dicksten raus. Das macht am meisten Spaß. So. Aber es ist nicht so einfach, da zuzukommen. Ja, genau. Den hier. Den ist der dickste von allen. Der fetteste Trieb. Der ist mal weg. Und Sie sehen, dass ich hier noch einen Stummel gelassen habe. Das habe ich ganz bewusst gelassen, weil immer beim Johannisbeerenschneiden lassen wir Stummel. Wir möchten, dass hier Holz bleibt, dass schlafende Augen hier unten die Möglichkeit haben, irgendwann wieder auszutreiben. Dann haben wir hier diesen Querschläger. Sie sehen hier, der quer durch den Busch wächst. Den nehmen wir auch mal weg. So. Und dann haben wir noch dieses fette Ding hier. Also wirklich ein Wahnsinn. Und Sie sehen, hier gibt es keine Früchte mehr. Hier gibt es keine Früchte mehr. Bis hierher gibt es keine Früchte mehr. Nur hier oben gibt es Früchte. Also der muss weg und wir müssen Platz schaffen für neuere und produktivere Triebe. Es lohnt sich, so eine Schere zu haben. So eine Astschere zu haben. So, jetzt wechseln wir die Perspektive ein bisschen. Wir schneiden jetzt mal das flache Holz weg. Wir müssen da noch stark reduzieren, damit wir irgendwann bei meinem Ziel landen. Jetzt schneiden wir alles weg, was außen rum ist und so ein bisschen herumhängt. Weil das wollen wir auch nicht, weil das wird ja am Ende dann nur am Boden hängen. Man sieht hier Seitentriebe. Wenn Sie so einen Seitentrieb schneiden, immer ein bisschen Holz noch lassen, Stummel lassen, weil hier dann natürlich wieder die Chance besteht, dass neue Triebe entstehen. Und häufig hat man solche Gabelungen hier, 1, 2, 3, 4, 5 Triebe entstehen aus einem und da nehmen wir dann halt einfach mal 1 oder 2 weg, um den ganzen Busch etwas offener zu machen. Hier haben wir wieder die flachen Triebe, die weg müssen, die einfach nur am Boden entlang wachsen. Hier haben wir nochmal so flache Triebe, hier sehen Sie, und die nehmen wir auch weg. So, und jetzt sieht das Ding schon ein bisschen anders aus. Jetzt haben wir hier einen alten Trieb, 2 alte Triebe, hier einen mittelalterlichen Trieb, 2 Jahre alt, und hier noch einen dritten oder vierten älteren Trieb. Den können wir jetzt noch verjüngen. Dieses Holz ist jünger als dieses flache Holz, das nur hängen wird. Also nehmen wir vom flachen Holz hier 2 Triebe bis auf Stummel weg. Auch hier können wir noch ein bisschen verjüngen, diesen flachen Trieb wegnehmen, und jetzt ist es dann schon weitgehend gut. Auch dieser Trieb wird irgendwann nur am Boden hängen. So, und wo haben wir jetzt das junge Holz? Noch zu wenig bei diesem Busch, aber wir haben hier einen Trieb, der sich entwickeln könnte. Wir haben hier einen Trieb, der sich entwickeln könnte. Wir haben hier einen. Und wir hoffen, dass hier aus der Basis raus, aus den Knospen, die hier irgendwo im Holz sind, neue Triebe aus der Basis entstehen, sodass wir dann im nächsten Jahr diesen und diesen und eventuell auch diesen Trieb ganz wegnehmen können. Noch was, man kann Johannisbeeren fast nicht so viel düngen. Normalerweise bin ich immer der Meinung, im Garten muss man fast nichts düngen, aber Johannisbeeren muss man düngen, weil man muss in kurzer Zeit, jetzt zwischen März
und Juni ein riesen Wachstumsresultat bringen. Man will Holz, das neu produziert wird, man will die Früchte dran haben, will die Qualität haben. Dazu braucht es Dünger, der jetzt im März gedüngt werden muss, damit eben neues Holz entsteht und dieses alte langsam ersetzt werden muss. Und der Anreiz, dass neue Triebe entstehen, das ist eben der starke Schnitt, der führt zu starkem neuem Wachstum, und das ist auch der Dünger, den Sie jetzt im März ausbringen. So, jetzt bin ich fast aus der Puste, muss aufhören. Wenn Sie aber noch nicht aus der Puste sind, wenn Sie Erfahrungen haben mit roten Johannisbeeren, schreiben Sie Ihre Kommentare unten rein und gärtnern Sie glücklich mit wunderschönen Johannisbeeren im Juni weiter.